der ersten großen Momente im Leben von Baby und Eltern ist das Baby das erste Mal zu baden. Dazu habe ich meinen kleinen Assistenten Theodor und wir beide wollen euch gerne zeigen, wie das geht. Bevor man das Baby badet, sollte man die Wassertemperatur prüfen. Diese prüft man am besten mit einem Badethermometer. Hier auf diesem Badethermometer kann man sehr gut eine Skala sehen. Es gibt dort verschiedene Kategorien und am idealsten ist es, wenn man dort ideal fürs Kind oder Kind warm nimmt. Diese entspricht der Körpertemperatur des Babys bei etwa 37 Grad. Für das Babybad braucht man nicht unbedingt Badezusätze. Es reicht, das Baby in klarem Wasser zu baden. Man kann, wenn man möchte, etwas Muttermilch hinzufügen, da reicht ungefähr ein halbes Schnapsglas. Oder man gibt einen Schuss Öl hinzu, das macht die Haut sehr geschmeidig. Industriell hergestellte Badezusätze sind nicht unbedingt empfehlenswert. Wenn dies aber der Wunsch ist, dann sollte man es parfümfrei halten und darauf achten, was dem noch hinzugesetzt wurde. So, das Kind fässt man unter dem Arm, Oberarm an, hat eine Hand unter dem Popo und lässt es dann langsam zu Wasser gleiten. So hat das Kind einen Moment Zeit, sich daran zu gewöhnen, dass es nun gebadet wird. Nun kann man mit einem Waschlappen oben anfangen, das Kind zu waschen und lässt dabei nicht den Oberarm los, damit man die Kontrolle über das Kind behält. Am besten nimmt man einen Waschlappen, macht diesen voller Wasser und träufelt ihn dann über den Kopf des Babys. Man kann dann auch sehr gut so das Gesicht waschen und die Halsfalten vorsichtig waschen, denn dort sammelt sich besonders viel Milch. Wenn man mit der Vorderseite fertig ist, dann kann man das Baby drehen. Man greift mit der rechten Hand unter die Achsel, die zu einem zeigt, von dem Kind und dreht es dann über die linke Hand rüber. Wenn das Kind auf dem Bauch liegt, dann sollte man besonders bei Neugeborenen darauf achten, dass sie nicht mit dem Kopf ins Wasser stippen. Denn gerade Neugeborene haben noch nicht so eine gute Kopfkontrolle wie ältere Kinder.